Servus, der Marc vom Business Juvenis und bei mir ist Ina. Willkommen, Ina. Wir machen bei dir ein Learning Attachment Guessing. Das ist jetzt so eine Mischung, ob es jetzt, ja, ich sag dazu, Low Conscious ist in dieser kleinen Falte quasi, wäre wie ein viertes Ohrloch, aber eben ein bisschen mehr Abstand vom ersten, zweiten, dritten. Mir gefällt es immer recht cool, weil es einfach mehr so Style-Faktor hat. Und ja, wir nehmen gleich einen Tischdecker rein und fertig. Wir haben schon vorbereitet, präsentiert, alles besprochen, das heißt, wir schreiten gleich zur Tat. Das heißt, es ist kein super langes Video, aber die Videos waren jetzt 20 Minuten, das wollen wir nicht. Das heißt, da kommen wir gleich zur Sache. Der Stab ist ein bisschen länger, was auch gut ist. Ob er ein Tick zu lang ist, müssen wir dann schauen, wie du von der Ahnung klarkommst. Es gibt natürlich auch diese Zwischengrößen, das kannst du dann jederzeit noch schauen. Wichtig ist mir, Haare färben 6 Wochen bitte nicht. Solar und dann sagen wir 3 Wochen bitte nicht. Und sonst darfst du eigentlich alles ohne Einschränkungen nehmen, dass du da einfach ein bisschen aufpasst, was die Spa-Activities angeht. Also schwimmen gehen könnte ich auch. Ja. Aber der Rest wie Duschen, Sporthaare waschen, die Basics, alles. Erlaubt, in 6 Wochen kontrollieren wir kurz alles, alles gut ist und tauschen aus. Okay, Loki? Sehr gerne. Super. Dann starten wir mal. Los geht's, genau wie es ist. Ich hoffe, du bist jetzt nicht super nervös. Nö, reicht. Es ist das 12. Also. 12. Piercing gehabt. So, jetzt müssen wir den Kopf so wieder rüberlegen. Du kannst, ich bleib von hier, du kannst auch da stehen bleiben, du kannst auch da. Fühl dich frei, du kannst dich hier bewegen. Du stehst mir nicht im Weg. Sehr gut, das ist wichtig. Und wenn, dann mecke ich dich. Okay. Sehr schnell, der kann. Tja, bis du näher sitzt, dann schaffen wir es vielleicht noch, wenn die Wunde so schnell fertig ist. Okay. Wirklich? Ja. Okay, das finde ich gut. Cool. Du warst schon bei mir piercen, wann vor? Ja, es ist schon länger her. Ja. Mein allererstes Piercing hast du gemacht. Ja. Das, ja, war ich mit meiner Mama noch. Und der ist noch schön, ne? Blutet immer wieder, weil Teschmuck etwas dünner ist als anderer Schmuck und da kann es gerade ein Läppchen, die recht stark durchblutet sind, kann es zu einem Tropfen Blut rauskommen. Also ja. Sieht dann immer etwas brutal aus, aber ist es überhaupt nicht. Bin unabhängig. Du kannst ja so lange, wenn ich dann jedes vorbereitet, kannst du kurz runtergucken, wie du mal hinfindest, wenn du so ja. Magst. Mhm. Dann kann man das vielleicht noch so, okay. Sagen, sogar ganz gut verbinden. Ja, super. So, warte kurz. Sehr schön. Ich zeige es dir mal im Spiegel, ob es dir gefällt, ich hoffe schon. Ich wüsste aber nicht, warum es nicht gefallen sollte. Ja, keinen Zweifel. Und, Ula? Oh, please. Das ist echt cool. Das ist perfekt, die Stelle. Die Stelle ist schön, ne? Die Stelle ist perfekt, ja. Das ist nice. Passt? Ja, danke schön. Schön, bitteschön. Ja. Aber weil das blutet wieder ein bisschen nachher, hat es wieder angefallen. Ja, dauert meistens eine Minute oder zwei. Duschen, Sport, Haare haben wir schon gesagt, heute erlaubt, wenn du dich jetzt nicht direkt heim bist, in die Dusche hüpfst, ne? Nee. Genau, weil das wie so eine Blutung wieder anstrengend. Aber das wird dann normalerweise in 2 Minuten müsste es eigentlich aufhören. So. Ich kann auch noch abwischen. Von O. Vielen Dank. Ja, manche bluten ein Läppchen ein bisschen mehr. Ich erkläre mal noch kurz die Pflege, oder? Jawohl. Erster Schritt, bitte immer Hände waschen, sind desinfiziert. Sowieso. Und ich gucke, ob es noch blutet, das kann auch ein bisschen aufdrücken. Wenn es nicht blutet. Nee, blutet nicht. Hände waschen, Hände desinfizieren. Dann nimmst du bitte das Portalin Spray und Portalin Gel. Zuerst sprühst du dir von dem Portalin Spray 2-3 Sprühe auf die Stelle drauf, also vorne und hinten. Dann nimmst du eine Küchenrolle, reinigst bitte mit der Küchenrolle
vorne und hinten dein Piercing. Beiden Seiten Küchenrolle, deswegen, weil sie nicht fusseln. Wartestäbchen klug hier fusseln und fusseln können sich dann entweder entzünden, bis dann immer nicht so toll. Okay. Wenn du es mit der Küchenrolle gereinigt hast auf beiden Seiten, kommt dann das Gel drauf. Portolin, tropfen, vorne, hinten auftragen, Stab sanft bewegen und du bist fertig. Alles klar. Und wir machen die Pflege 3 Wochen, 2 Mal am Tag, also morgens und abends. Dann 3 Wochen einmal, also 6 Wochen am Stück. Und 6 Wochen, das ist schon einfach Check-up-Termin bei mir und auch langfristig in kürzerer rein. Also Schmuck ist schon wichtig, dass er anlegt und nicht, weil er sich sonst viel zu viel bewegt und kontrolliert. Dann kommt Fremdkörper rein, natürlich die Hebelwirkung, wird es schief und so weiter. Also es ist wirklich gut, wir müssen 6 Wochen einmal kürzen. Jeder Teil gibt es von Tesch auf Eisen bei uns, wenn es zum Beispiel Flower kaufen. Ja, dann würden wir es bei denen auch noch einen kürzeren holen. Ja, genau, ist nervt. Die kannst du immer hinlegen, die brauchst du immer überall, also für neue Stiche. Ja, irgendwas Gut, danke fürs Kommen, euch danke fürs Zuschauen. Das war die Una.